Ja, guten Abend und herzlich willkommen im Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums zu einem Special zu Catherine Binet, eine Filmemacherin, die nur einen Langspielfilm realisiert hat, den wir heute zeigen. Das ist quasi jetzt eine günstige Fügung, da wir am Wochenende, also ab morgen bis Sonntag, gibt es ein 8 Filme umfassendes Special zu Robert Hossein, der anwesend sein wird dann ab morgen und wo Marina Vladi auch anwesend sein wird, die 4 Filme mit ihm realisiert hat. Und ja, deswegen hat es sich gut angeboten, jetzt quasi am Vorabend dieses Special Catherine Binet zu machen, weil der Bezug da auch zu Marina Vladi sehr stark ist. Denn sie hat quasi ein bisschen, sie war mitverantwortlich, ein bisschen wiederzuentdecken mit dem Buch C'était Catherine B., das aus dem auch gleich gelesen wird und das man nachher im Anschluss an die Vorstellung auch draußen im Kinofoyer am Dresden erwerben kann. Und das war quasi ja eine bisschen die Wiederentdeckung einer vergessenen Filmemacherin. Und ja, es war eine schöne Idee dann, die wir verdanken jetzt sozusagen dem Arsenal in Berlin und vor allem Gary Vanissian, der im Januar das so konzeptualisiert hat, diesen Film zu zeigen oder auch noch ein anderes Programm mit Kurzfilmen von Catherine Binet und Marina Vladi eben einzuladen und daraus zu lesen aus dem Buch über Catherine Binet und gleichzeitig die deutsche Übersetzung auch lesen zu lassen. Von Franziska Junge, die hier im Schauspiel Frankfurt ja viele Jahre tätig war und dadurch war nochmal mehr Bezug auch zu Frankfurt und dachten, das bietet sich ja doppelt gut an. Vladi ist einerseits eh da für das Wochenende, Franziska Junge mal wieder nach Frankfurt zu holen, passt wunderbar, wir machen das am Donnerstag. Also vielen Dank für Gary für die vorbereitende Arbeit sozusagen, auch was die Untertitelung und die Kopie angeht. Vielen Dank an Christian Appelt fürs Kopien prüfen und Untertitel prüfen und an Leonardo Costadura fürs Untertitel überwachen nun gleich und an Pramila Cinciana fürs Vorführen. Das an dieser Stelle auf jeden Fall noch erwähnt. Genau, wie gesagt, nachher kann man draußen im Kinofoyer das einerseits dieses Buch und auch ein anderes Buch von Mina Vladi quasi über eine Abhandlung, über ihre, also eine Art filmische Autobiografie erwerben, wenn Sie möchten. Ansonsten ist der Ablauf jetzt so, dass eine halbe Stunde etwa die Lesung erst in französischer, dann in deutscher Sprache sein wird, dann die Filmvorführung und danach auch Marina Vladi noch da sein wird für eine kleine Frage- und Antwortstunde sozusagen, weiter Fragen zum Film, nach dem Film und zur Filmemacherin. Genau, und danach eben die Möglichkeit, das Buch auch draußen zu erwerben. Ja, nun freue ich mich sehr, begrüßen zu dürfen in Frankfurt Marina Vladi und Franziska Junge. Abend, pardon. Bonjour. Ah, merci, votre adieu. So. Alors, je vais commencer d'abord par dire que ce film, j'y tiens beaucoup. J'ai eu beaucoup de bonheur à écrire ce livre, qui est un livre à la mémoire de Catherine. C'est ce qu'on appelle un tombeau, dans la littérature ancienne, bien sûr. Et je pense que c'est un des films les plus... D'abord, c'est un film unique, puisqu'elle n'a fait qu'un grand film de long métrage. Ce qui fait que ça a un grand sens pour moi, parce que c'est le seul film qu'elle ait pu faire librement et avec des moyens. Voilà. Donc, on parlera après le film, si vous voulez, du film. On va vous lire quelques passages, quelques courts passages de mon livre. Alors, comment on fait? Tu lis d'abord en allemand et je lis après en français. Wollen wir das so machen? Einmal französisch und dann auf Deutsch komplett oder in Kapitel. C'est peut-être mieux qu'elle commence en allemand, comme ça les gens comprennent ce qu'elle lit. Après moi je lis en français et ils comprennent un peu plus. Hein? Ok. Ok, so. Je commence. Hein? Tu commences. Ok. Vas-y. Ein Mensch, der schreit, ist kein Bär, der tanzt. Aimé Césaire. Alles beginnt am 15. September 1980. Ich sitze alleine im großen, leeren Salon meines Hauses. Erst vor kurzem habe ich dieses Anwesen wieder in Besitz genommen, das ich beim Tod meiner geliebten Mutter verlassen hatte. Noch herrscht keine Ordnung. Die Kartons stapeln sich in den Ecken. Die Möbel haben ihren idealen Platz noch nicht wiedergefunden. Dafür muss man einige Zeit an einem Ort leben. Jetzt ist diese Neugestaltung schon in den ersten Tagen gestoppt worden.
Kaum hatte ich diesen Wohnsitz bezogen, der zum Wiederaufblühen meines fantastischen russischen Ehemannes Wladimir Wyssozki beitragen sollte, Dichter, Schauspieler, Komponist, vergöttert von seinem Publikum, gehasst von der Regierung der UdSSR, der beschlossen hatte, sich dem Verfassen eines Romans zu widmen, sich also von der Welt zu isolieren, von seinen Versuchungen und seinen eigenen Albträumen, da habe ich, wie einen tödlichen Stich, die Nachricht von seinem plötzlichen Tod dort in Moskau erhalten. Seitdem irre ich in diesen Räumen umher, ohne Ruhe zu finden. Alles ist mir fremd und meine Spiegelungen, die ich in den noch gegen die Wände gelehnten Spiegeln kreuze, lassen mich die gewölbte Silhouette einer alten Frau im Bademantel sehen. Eine verängstigte Erscheinung, das Haar an der fieberglänzenden Stirn klebend, die Arme baumeln, da sie ihre verstorbene Liebe nicht mehr an sich pressen können. Ja, Marine. Ich werde reprendre le morceau en français. Comme ça, on va faire plus. Un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Aimé Césaire. Tout commence le 15 septembre 1980. Je suis assise seule dans le grand salon vide de ma maison. Il y a peu, j'ai repris cette propriété que j'avais abandonnée à la mort de ma mère chérie. Rien n'est encore en ordre, les cartons s'empilent dans les coins, les meubles n'ont pas retrouvé leur place idéale. Pour cela, il faut vivre dans un lieu quelque temps. Or, ce réaménagement a été stoppé dès le premier jour. À peine installée dans la demeure qui devait abriter la renaissance de mon fantasque mari russe, Vladimir Wyssotsky, poète, acteur, compositeur, adulé par son public, détesté par le gouvernement de l'URSS, et qui avait décidé de se consacrer à l'écriture d'un roman, donc de s'isoler du monde, de ses tentations et de ses propres cauchemars. J'ai reçu comme un coup fatal la nouvelle de sa mort, subite, là-bas, à Moscou. Depuis, je erre dans cet espace sans trouver le repos. Tout m'est étranger, les reflets que je croise dans les miroirs sont encore appuyés contre les murs, me renvoie la silhouette voûtée d'une vieille femme en peignoir, l'air hagard, le cheveu collé à son front, luisant de fièvre. Les bras ballants, faute de pouvoir y serrer son amour défunt. An diesem Tag Mitte September läutet das Telefon beharrlich. Verzweifelt ob der Wiederholung des Läutens, musste ich den Stecker ziehen, so sehr verdreht dieses schrille Schellen, das von der Leere der Räume noch zusätzlich verstärkt wird, mir das Gehirn. Ein letztes Mal beschließe ich zu antworten und schnauze meinen Gesprächspartner nicht mehr an. Die Stimme, die ich höre, ist mir unbekannt, aber der Name, zweimal schüchtern und doch fest genannt, weckt mich sogleich. Georges Perec. Der wagemutige und immer zu Späßen aufgelegte Schriftsteller bittet mich um ein Treffen mit ihm und seiner Partnerin Catherine Binet wegen eines Films, über den sie mit mir sprechen wollen. Verblüfft von dieser Wendung des Schicksals. Seit Wochen sehe ich niemanden mehr, eingesperrt in mein unermessliches Leid, höre ich mich fast mondän antworten: Natürlich, kommen Sie doch morgen Nachmittag in mein Haus. Ich erwarte Sie. Der Überlebensinstinkt drängte mich dazu anzunehmen, denn die Arbeit ist das einzige Gegengift zum Gift der Trauer. Schon seit meiner Kindheit weiß ich dies zu gut. Ce jour-là de la mi-septembre, le téléphone sonne avec insistance. Excédé par la répétition des sonneries, j'ai failli arracher la prise tant me vrille le cerveau ce grelot aigre. Amplifié par le vide des pièces. Une dernière fois, je décide de répondre, quitte à engueuler mon correspondant. La voix que j'entends m'est inconnue, mais le nom, précisé à deux reprises, timidement mais fermement, me réveille aussitôt. Georges Perec, l'écrivain audacieux et facétieux, me demande un rendez-vous pour lui et sa compagne, Catherine Binet, à propos d'un film dont il voudrait me parler. Abasourdi par ce retournement du destin, moi qui ne vois plus personne depuis des semaines, enfermé que je suis dans mon immense chagrin, je m'entends répondre presque mondaine : Mais bien sûr, venez donc à la maison demain après-midi, je vous attends. L'instinct de survie m'a poussé à accepter,
Car le travail est le seul antidote au poison du deuil. Je ne le sais que trop depuis l'enfance. Innerhalb einiger Stunden bringe ich mich wieder in Form. Gewaschene und erfrischte Haare, ausgiebiges Striegeln unter der Dusche, Champagner und Kuchen kaufen, ein leichtes Kleid anziehen, mich parfümieren, etwas Rosa auf die Wangen und die Lippen geben, einige Sessel um einen niedrigen Tisch herum im Salon platzieren, dort gelbe Tulpen mit langem Stiel aufstellen, die in der untergehenden Sonne tanzen, mich hinsetzen und dann warten. Die Kulisse ist aufgestellt, es fehlen nur noch die Schauspieler. Sie treffen ein, kommen aus der Tiefe des Gartens heraus, in kleinen Schritten, die mir Zeit lassen, sie zu beobachten, während sich mein Herzschlag beruhigt, der durcheinandergebracht ist von dieser unverhofften Begegnung. Für einen Erstlingsfilm ausgewählt zu werden, ist immer eine bewegende Erfahrung. Und dieses Projekt scheint mir ein Zeichen des Schicksals zu sein. Der Weg des Berufs muss wieder beschritten werden. Welch bessere Gefährten könnte ich dafür haben als Catherine und Georges? Sie nähern sich. Er mit lachenden, blauen, weit aufgerissenen, kindlichen Augen, mit zerzausten Haaren, ein ganz skizzenhaftes Lächeln, aber eine stramme, feste, freundschaftliche Hand. Sie, ein gewaltsamer Kontrast. Augen wie Achate, unruhig, von großen, rußschwarzen Ringen unterstrichen. In einem Gesicht von alabasterner Blässe, in denen sich die Venen, die unter der Haut verlaufen, abzeichnen. Glatte, seidenweiche Haare, die einem düsteren Wasserfall gleichen, mit metallischen Reflexen, hochgebürstet zu symmetrischen Schalen, die die Ohren verdecken, aber einen selbstbewusst sich erhebenden Hals freigeben, wie um die stolze und fast aggressive Haltung des ganzen Körpers zu betonen. Sie trägt ein schwarzes Kleidungsstück, das ihr Dekolleté und ihre runden, fleischigen Arme großzügig zur Geltung bringt. Dieses Fleisch scheint von innen heraus beleuchtet zu sein, so milchig ist es. Sie braucht eine gewisse Zeit, um das Wort an mich zu richten, sichtlich bewegt, wie ich selbst, von dieser ersten Begegnung. En quelques heures, je me remets en état. Cheveux lavés et rafraîchis, long étrillage sous la douche. Courir acheter du champagne et des gâteaux, passer une robe légère, se parfumer, mettre du rose aux joues et aux lèvres, pousser quelques fauteuils autour d'une table basse dans le grand salon, y placer des tulipes jaunes aux longues tiges qui dansent dans le soleil couchant, s'asseoir et puis attendre. Le décor est en place, ne manque plus que les acteurs. Ils arrivent venant du fond du jardin à petits pas, ce qui me laisse de temps de les observer pendant que se calment les battements de mon cœur. Affolée par cette rencontre inespérée, être choisie pour un premier film est toujours une expérience émouvante. Et ce projet me semble un signe du destin. Il faut repartir sur les routes du métier. Quel meilleur compagnon pourrais-je avoir que Catherine et Georges ? Il s'approche, lui les yeux rieurs bleus, écarquillés, enfantins, la chevelure en bataille, un sourire à peine esquissé, mais la main tendue, ferme, amicale. Elle, contraste violent, yeux d'agate, fiévreux, soulignés de larges cernes, bistres, dans un visage d'une pâleur d'albâtre, où se dessinent les veines courant sous la peau. Chevelure lisse et soyeuse, semblable à une sombre cascade aux reflets métalliques, relevée en coque symétrique cachant les oreilles. En chassant un cou, dressé fièrement comme pour accentuer l'attitude orgueilleuse et presque agressive de tout le corps. Elle porte un vêtement noir qui dégage largement son décolleté, ses bras ronds, charnus. Cette chair semble éclairée de l'intérieur tant elle est laiteuse. Elle met un certain temps à m'adresser la parole, visiblement émue, comme je le suis moi-même, par cette première rencontre. Nach einigen von Georges gesprochenen Worten... Prost! Nach einigen von Georges gesprochenen Worten. Ja, das ist. Après. Nach einigen von Georges gesprochenen Worten, die Catherine mit einem Kopfnicken begleitet und auf die lange Augenblicke der Stille folgen, verstehe ich, dass unsere summierten Schüchternheiten ein idiotisches Missverständnis heraufbeschwören werden. Mit einer scheinbar lässigen Geste halte ich Perec die Champagnerflasche hin, der sein schönstes Lächeln aufsetzt, die Flasche gekonnt öffnet und nach Art eines Gourmands die Gläser füllt.
Der besänftigte Blick Katharins beweist mir, dass ich recht darin tat, den besten Champagner zu kaufen, einen Dom Pérignon Rosé, dessen feine Bläschen köstlich in der Kehle zerplatzen. Die Sinnlichkeit dieses Augenblicks, die Komplizenschaft im Hinblick auf diese feinen Dinge, altes Kristall, das massive Silber des Champagner-Eimers, ein gesticktes russisches Tischtuch, dieser auf Anhieb von den Genießern gekostete Wein geben den Ton unserer künftigen Freundschaft vor. Nun höre ich, wie Katharine mir von ihrem neuen Projekt erzählt. Ihr schönes Gesicht, das dem einer alten Puppe gleicht, belebt sich. Ich bin halb auf dem Teppich ausgestreckt zu ihren Füßen. Ihre Hände spielen nervös mit den Zigaretten, die sie unaufhörlich anzündet und zerdrückt, ohne sie geraucht zu haben, wieder anzündet und im Aschenbecher abbrennen lässt. Hinter ihr, etwas abseits, beobachte ich Georges, einen Faun mit den entzückten Augen eines Kindes, dessen genussfreudiger Mund und dessen Hand, die auf dem Oberschenkel seiner Frau liegt, als Zeichen eines heiteren Besitzes die Naivität seines Blickes widerlegen. Das Thema ist ambitioniert, des Films ist ambitioniert und die fiebrige Stimme Katharines erschallt seit mehr als einer Stunde, beschreibt jede Szene im Detail, jede Figur, die Kamerabewegungen bis hin zu den Gefühlen der Schauspieler. Ich bin in Staunen versetzt von so viel Leidenschaft. Selten habe ich ein solches Verlangen gegenüber jenen Themen verspürt, die sich in der Vorstellung der Filmemacherin ineinander verschlingen. Und der Titel, Die Spiele der Gräfin Dohlingen von Graz, lässt mich träumen. Katharine erzählt. Après quelques mots prononcés par Georges, ponctués de hochements de tête par Catherine et suivis de longs silences, je comprends que nos timidités additionnées vont provoquer un malentendu idiot. D'un geste apparemment désinvolte, je tends la bouteille de champagne à un Pérec qui se met à sourire de plus belle, l'ouvre en professionnel et d'un air gourmand remplit les coupes. Le regard adouci de Catherine me prouve que j'ai eu raison d'acheter le meilleur, un Dom Pérignon rosé dont les fines bulles éclatent délicieusement au fond du palais. Je comprends. Ich verstehe alles von du. Ich lese. Ja, super. Moi aussi. Alors, délicieusement au fond du gosier. La sensualité de cet instant, la complicité autour de ces objets raffinés, cristal ancien, argenterie massive des Dussault, nappe russe brodée, ce vin savouré d'emblée en connaisseur, donne le ton de notre amitié future. Maintenant, j'écoute Catherine me raconter son projet. Son beau visage de poupée ancienne s'est animé. Je suis à demi allongée sur le tapis, à ses pieds. Les mains jouent nerveusement avec les cigarettes qu'elle ne cesse d'allumer, d'écraser sans les avoir fumées, de rallumer, de laisser se consumer dans le cendrier. Derrière elle, en retrait, j'observe Faune aux yeux joyeux, aux yeux d'enfant émerveillé, Georges dont la bouche gourmande et la main plaquée sur la cuisse de sa femme, en signe de possession sereine, démentent la naïveté du regard. Le sujet du film est ambitieux et la voix fiévreuse de Catherine résonne depuis plus d'une heure, détaillant chaque scène, chaque personnage, les mouvements de la caméra jusqu'au sentiment des acteurs. Médusée devant tant de passion, j'ai rarement ressenti un tel désir pour les thèmes qui s'entrecoulassent dans l'imagination de la réalisatrice. Et le titre, « Les Jeux de la comtesse Dohlingen de Graz » me fait rêver. Catherine erzählt, mein dokumentarischer Film über Hans Bellmer ist seiner Partnerin mit dem symbolischen Vornamen gewidmet, Unica. Sie singt ein Klagelied und murmelt die Worte, ich bin allein, ganz allein, niemand liebt mich, weil ich niemanden habe, der mich lieben könnte. Ich möchte diese Themen entwickeln, Einsamkeit, Verlangen, Frust in der Figur des jungen Mädchens. Ich biete ihnen die Rolle der Mutter an. Dann, nach einem langen Schweigen, diese Rolle ist klein, aber ich bitte Sie, nehmen Sie sie an. Verzeihen Sie mir, dass ich Ihnen so wenig anbiete, aber Ihre Präsenz in meinem ersten Langfilm könnte mir nicht wertvoller sein. Ich sehe wieder die Puppenbilder von Bellmer vor mir, seltsam und unzüchtig. Sie werden überlagert von den reinen und glühenden Zügen Katharines. Diese verwirrende Verschmelzung zieht mich genauso sehr an wie das Paar als solches, das sie mit Pérec bildet. Ungleich, aber einander ergänzend. Er, ein schalkhaftes Wunderkind, das magische Spiele mit den Buchstaben des Alphabets erfindet und dessen Lachen immer stärker und stärker erschallt. Sie,
ein gequälter Geist, entbrannt von einer kommunikativen Leidenschaft, die einen in unheimliche Welten fortzieht. Ich nehme die Rolle der perversen Mutter mit Freude an. Catherine raconte mon film documentaire sur Hans Bellmer est dédié à sa compagne au prénom symbolique Unica. Elle chante une complainte et murmure ces mots: Ich bin allein, je suis seule, toute seule. Personne ne m'aime car je n'ai personne pour m'aimer. Je souhaite développer ces thèmes, solitude, désir, frustration. Pour ce qui est du personnage de la petite fille, je vous propose le rôle de la mère. Puis après un long silence, c'est un rôle bref, mais je vous en prie, acceptez. Pardonnez-moi de vous offrir si peu, mais votre présence dans mon premier long métrage m'est un on ne peut plus précieuse. Je revois les images des poupées de belle-mère, étranges et impudiques. S'y superposent les traits purs et ardents de Catherine. Ce troublant mélange m'attire autant que le couple qu'elle forme avec Pérec, dissemblable mais complémentaire. Lui, Wunderkind espiègle, qui invente des jeux de passe-passe avec les lettres de l'alphabet et dont le rire résonne de plus en plus fort. Elle, esprit torturé, brûlant d'une passion communicative qui vous entraîne dans des univers sulfureux. J'accepte avec joie le rôle de la mère perverse. Wir sehen uns häufig. Die komplexe Sicherstellung der Finanzierung des Films braucht mehr Zeit als vorgesehen. Ich entdecke eine unerwartete Seite an meiner schönen Freundin. Sie liebt es zu lachen, zu trinken, zu singen, zu essen. Sie liebt alles, was schön ist. Blumen, Katzen, Seidenstoffe in schillernden Farben. Sie liebt auch ihren Partner, mit dem wir von Nostalgie zu verrücktem Kindheitslachen wechseln können. Erst viel später erfahre ich die Details des finanziellen Opfers, das die Produktion des Films verlangt hat. Nicht nur hat Perek sein ganzes Geld reingesteckt, sondern er bat auch seine Freunde, sogar einige seiner Feinde, die Löcher im Budget zu schließen, indem er seine Forderungen aus Autorenrechten für seine künftigen Bücher an sie verpfändete. Ich entdecke auch ihre tiefe kreative Harmonie. Ihre unterschiedlichen Berufe trennen sie nicht voneinander. Beide hängen sehr am Schreiben, leben davon, sprechen davon, erfinden beständig eine gemeinsame Sprache und, was mich am meisten bewegt, kollaborieren in jedem Stadium des jeweiligen Werkes mit diesem Hunger nach Originalität, welcher die Dialoge von Catherines Film und den dichterischen Flug der deliranten Seitenkompilationen von Georges bereichert. Dieses Einvernehmen habe ich auch erfahren mit meinem russischen Ehemann Wladimir Wysotsky. Kaum waren seine Gedichte geschrieben, las er sie mir vor, ich habe sie gesungen und ihnen meine eigenen Empfindungen hinzugegeben. Ich konnte von seiner Schauspielkunst profitieren, um die großen Texte besser zum Ausdruck zu bringen, die ich zu erschaffen hatte. Wir als Paar haben uns überschlagen, wurden verzehrt von der Leidenschaft der Kunst wie auch der Liebe. In den Tagen der Vorbereitung wurden Catherine und ich einander gegenüber zutraulicher. Ich, die Witwe einer Amour-Fou, die gerade erst verschwunden war. Sie, die geliebte Frau eines Genies, deren Leben als Paar, deren kreativer Elan mich an die schönsten Momente meines Daseins erinnerte. Ich gestehe, dass in der Faszination, die ich ihr gegenüber empfand, auch ein Hauch von Eifersucht lag. Aber wie in der süß-sauren Küche braucht es ein wenig Bitterkeit, um ein Gericht zu verfeinern. Und sie wie auch ich, wir heckten also eine schöne Freundschaft aus, die mehr als 25 Jahre andauern sollte. C'est ça? Nous nous voyons souvent. Nous nous voyons souvent. Le montage financier complexe prend plus de temps que prévu. Je découvre un aspect inattendu de ma belle amie. Elle adore rire, boire, chanter, manger. Elle aime tout ce qui est beau, fleurs, chats, soirées aux couleurs chatoyantes. Elle aime aussi son compagnon avec lequel nous passons de la nostalgie au fou rire de l'enfance. J'apprendrai beaucoup plus tard les détails du sacrifice financier qu'a demandé la production du film. Non seulement Perret qui a mis tout son argent, mais il a demandé à ses amis, voire à certains de ses ennemis, de combler les trous du budget en gageant ses dettes sur les droits d'auteur à venir de ses livres. Je découvre aussi leur profonde harmonie créative. Leurs professions différentes ne les séparent pas. Tous deux sont attachés à l'écriture. Ils en vivent, ils en parlent. Ils inventent sans cesse un langage commun. Et ce qui m'émeut le plus, ils collaborent à tous les stades de leur œuvre,
avec cette soif d'originalité qui enrichit les dialogues du film de Catherine et le flot poétique des compilations délirantes des pages de Pérec, de Georges. Cet entant, je l'ai aussi vécu avec mon mari russe, Vladimir Vysotsky. Ses poèmes m'étaient lus sitôt composés, je les ai chantés en y apportant ma propre sensibilité. J'ai pu profiter de son art de tragédien pour apprendre à mieux exprimer les grands textes que j'ai eu à créer. Notre couple a brûlé les étapes, s'est consumé dans la passion artistique autant qu'amoureuse. En ces jours de préparation, Catherine, avec nous, nous sommes mutuellement apprivoisés. Moi, veuve d'un amour fou tout juste disparu, elle, femme aimée d'un génie dont la vie de couple, l'élan créatif, me rappelait les plus heureux moments de mon existence. J'avoue qu'il y avait de la fascination que j'éprouvais en son endroit, une pointe de jalousie. Mais comme dans la cuisine aigre douce, il faut un brin d'amertume pour relever un plat. Et l'une et l'autre, nous concoctions alors une belle amitié qui a duré plus de 25 ans. Voilà. Merci. Si vous avez des questions à me poser, je serais ravie de vous répondre, mais rapidement, parce que moi-même, je suis grippée, et donc j'ai beaucoup de mal à tenir debout. Ce film m'a bouleversée de nouveau. Je ne l'avais pas vu depuis 25 ans. Et je découvre même des choses que je n'avais pas, peut-être pas vraiment ressenties et comprises quand je l'ai vu la première fois, parce qu'il y a très longtemps que je l'ai vu après le tournage en 81, quoi. Sozusagen, der Film hat mich jetzt auch wieder erneut berührt und bewegt, auch 25 sozusagen Jahre danach. Und so als hätte ich ihn zum ersten Mal gesehen und entdecke immer wieder neue Sachen an dem Film. Und ja, obwohl es eben lange her ist, dass ich ihn gesehen habe. Ja, und genau, und wenn es eben Fragen gibt, dann gerne, und sagen, weil ich auch etwas leicht erkältet bin und auch nicht so ganz lange noch sprechen kann. Also ja, so wenn es Fragen gibt, s'il y a des questions, if you have questions, dann bitte jetzt. Gibt es Fragen Ihrerseits zu dem Film oder zu der Lesung oder zum Buch vielleicht? Donc, ah, on va se regarder comme ça pendant 10 minutes et je m'en vais, c'est ça? Schauen wir uns jetzt die nächsten 10 Minuten so an wie jetzt und dann soll ich gehen. Voilà, allez-y. Mais on peut parler comme ça. Je crois que lui parle italien, vero? Non? Qu'est-ce qu'il demande? In italien. Ah, in italiano, sì, naturalmente. Scusate, non cercavo di capirlo in francese, allora. In tedesco. Mi sono chiesto come Catherine Binet ha fatto a trovare la giovane attrice che recita la ragazza. Perché mi pare molto difficile di ottenere il permesso dei genitori per ma era più facile 40 anni fa. Also die Frage ist sozusagen, wie Catherine Binet es geschafft hat, diese junge Darstellerin des Mädchens zu finden, weil es mir als schwierig erscheint, dann unter anderem auch dafür eine Erlaubnis von den Eltern zu bekommen, ein Mädchen so einzusetzen. Donc, premièrement, c'était plus simple il y a 40 ans. Aujourd'hui, ce serait impossible, avec les problèmes de pédophilie dans l'église et partout, enfin, qui sont vraiment... c'est tragique, d'ailleurs. Mais à l'époque, c'était plus facile. En plus, il y avait le fait de la renommée extraordinaire de Catherine Binet et de Georges Perec. Donc, je pense que la famille a compris que c'était une œuvre d'art d'une très haute qualité, que ça n'avait rien de pornographique ou de c'était pas un film sur la pédophilie, hein. C'est un film sur le désespoir amoureux et sur la solitude. Enfin, c'est un film très profond et je pense que les parents ont très bien compris cette chose. C'était des amis de Catherine, d'ailleurs, je pense. Ja, sagen, zunächst war es vor 40 Jahren deutlich einfacher, für sowas eine Genehmigung zu bekommen. Vor 40, also sagen, jetzt wäre es unmöglich mit den ganzen... Vous avez compris ce que j'ai dit en français? Ha capito quello che ho detto in francese, no? 50%.
Beh, allora, ma tu hai il foto di Leopoldo, John, che ne parli in francese e in italiano. Dann, genau, also, und ja, heutzutage mit den ganzen Pädophilie-Sachen und was aufgekommen ist, wäre es unmöglich, sowas zu drehen, aber eben damals war es möglich. Und dann kommt noch hinzu auch das große Renommee von Catherine Binet zur damaligen Zeit. Und das, also das Renommee von Catherine Binet, aber auch von Georges Perec zur damaligen Zeit. Und das wird der Familie auch sicherlich bewusst gewesen sein. Und der Familie, die Familie wusste, dass es eben dem, dass der Film ein Kunstwerk ist und kein pornografisches Werk. Und dass es eben in dem Film um die Verzweiflung eines Mädchens geht, im Hinblick auf eine Liebe und um die Einsamkeit eines Mädchens geht. Und das werden die Eltern eben gewusst haben, und zumal waren die Eltern auch wohl Freunde von Catherine Binet. Voilà. Ho detto, spiegato che la famiglia era molto amica di Catherine Binet, di Georges Perec, sapeva che era un'opera d'arte, non un film pornografico sulla pedofilia o cose così, perché non è un film così, un capolavoro sulla solitudine, la disperazione dell'amore impossibile tra una ragazzina e quell'uomo che... Infatti, ho letto la novella, Dunkler sì. Frühling, e leggendola mi sono chiesto allora non come si potrebbe farne un film, e proprio per questo motivo pensavo no, non sarebbe possibile. Beh, è possibile, lo vedi, è un film magnifico, veramente meraviglioso. Mille grazie per averlo suggerito a Gary. Sì, sì, ma sono felicissima e onorata di aver partecipato. È una piccolissima, ho due scene. Ma il fatto che mi abbiano chiesto di fare quel film, dicendomi appunto, lei mi ha detto se è il mio primo film e voglio assolutamente averla almeno in due quadri. E ho detto di sì, e mi ha fatto molto bene, perché io avevo perso il mio marito qualche mese prima, dunque ero distrutta assolutamente. E è stata una grande felicità, veramente. Mi ha rimesso in piedi in qualche modo. Donc, kurz, tu le dis en allemand. Oui, je dirais en allemand. Genau, also noch kurz die Frage war, sozusagen, dass Christoph, der Fragende, die Erzählung Dunkler Frühling von Unigation auch gelesen hat und dass sich bei der Erzählung, beim Lesen der Erzählung gefragt hat, wie es möglich ist, sowas zu verfilmen. Und Marina Vlar die Antwort, ja, es ist eben genau so möglich. Und ja, eben ein großes Kunstwerk, dieser Film. Und sie ist sehr glücklich darüber, an diesem Kunstwerk beteiligt gewesen zu sein, auch wenn es nur zwei Szenen sind. Oui, enfin deux, trois. Quoi. Deux, trois. Also in zwei, drei Szenen beteiligt zu sein. Mais c'est très important. Ce sont des plans très importants, parce que c'est cette espèce de cruauté de la mère et de total détachement. Enfin. Ce qu'il faut comprendre, pourquoi cet enfant se tue de cette manière, en plus tellement artistique. Enfin, c'est incroyable. Und genau, also sozusagen eben, weil es auch gerade ein Debütfilm war, ein Debütspielfilm war, ja, sozusagen, und es eben eine Phase war, in der sie, Marina Vlar, ihren Mann Wysocki verloren hatte und dann am Boden zerstört war, und das eben ein großes Glück war, an diesem Film beteiligt gewesen zu sein, und dann, ja, und sozusagen in diesen, auch wenn es nur zwei oder drei Szenen sind, aber das sind wichtige Szenen für den Film, weil durch diese Szenen man versteht, warum das Mädchen sich umbringt, aus ja, aus sozusagen, aus, ja, warum das Mädchen sich umbringt, und insofern, ja, dann letztlich wichtige Szenen für den Film. Alors, courage. Ja. Non, c'est fini. Peut-être vous pourriez juste raconter un peu sur le tournage, comment c'était passé avec Catherine Binet, also une frage nach den Dreharbeiten mit Catherine Binet. Vous savez, il n'y a qu'à regarder le film, c'est un film qui est fait par des professionnels merveilleux, un chef opérateur extraordinaire, une équipe technique extraordinaire, des musiciens, enfin tout est... Le gars qui joue le beau plongeur, là, il est... Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps à une projection, d'ailleurs, de je ne sais plus quoi, d'ailleurs. Une réunion pour les sans-papiers, les sans-domicile, voilà. Et c'est un vieux monsieur, comme moi, je suis une vieille dame, parce que ça fait 40 ans. Donc il avait au moins... Il a au moins mon âge, il a plus de 80 ans déjà, donc... Et donc on s'est revus et on a parlé du film, justement, alors que je ne pensais pas du tout venir ici pour regarder le film. C'est drôle, hein?
Ja, also sozusagen eben wie die Dreharbeiten verliefen und ja, verliefen eben sehr gut auch dadurch, dass es einfach ein gutes Team war, ein Hauptkameramann, der außergewöhnlich war, ein Team, das außergewöhnlich ist und auch beteiligt eben der schöne Schwimmlehrer, den ich kürzlich wieder gesehen habe bei einer Demonstration für Leute ohne, also für Sans-Papier, also sagen für Leute ohne Aufenthaltsgenehmigung. Surtout les gens qui vivent dehors, tu sais. Ja, also sagen für Logement, ça s'appelle mon association. Also für sagen für Obdachlose eine Demonstration und da habe ich diesen Schauspieler, der den Plongeur, also den Schwimmlehrer spielt, wieder gesehen und mich mit dem über den Film unterhalten und sozusagen auch in dem Moment gar nicht wissen, dass ich hierher kommen würde, um diesen Film zu sehen. Bekannt ist der Film in Frankreich? Est-ce que le film est considéré comme connu en France? Ah ben, il est dans toutes les cinémathèques. C'est un film culte. Vous savez, c'est un film d'une modernité extraordinaire. 81. Donc, oui, c'est un film, c'est un chef-d'œuvre. Malheureusement, c'est son unique film aussi. Aussi, il y a aussi cette Atienne, qu'est-ce que c'est pas... Je ne sais même plus parler le français. Atienka. Ce détail, enfin, qui est terrible, que c'est l'unique film d'une réalisatrice. Elle a fait avant et après des choses magnifiques en moyen métrage, en documentaire et à la télévision, mais elle n'a plus jamais fait de long métrage de cinéma. Donc c'est aussi pour ça que c'est comme une espèce de cri unique. Voilà. J'ai écrit un livre à cause de ça aussi, sur elle. Mon livre de témoignage, c'est aussi à cause de ça. Puisqu'elle n'a jamais plus pu faire de film. On ne lui a pas donné la chance de faire d'autres films. Also ja, der Film ist in allen Kinemathéken und ist in Frankreich ein Kultfilm, weil er von einer außergewöhnlichen Modernität ist, ein Meisterwerk. Und er ist eben von 81, das muss man sich vergewissern. Und ist eben auch der einzige Spielfilm von Catherine Binet geblieben. Sie hat vorher und danach kürzere Sachen gemacht, mittellange Filme, aber nie wieder ein Spielfilm. Und insofern ist dieser Film so etwas wie ein einziger Schrei geblieben von Catherine Binet. Und das war auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, um Zeugnis abzulegen von dieser Regisseurin, die eben sozusagen nur in diesem einen einzigen Spielfilm machen konnte. Et en réalité, le problème, la raison de tout ça, c'est que ce film n'a pas marché commercialement. C'est pas un film populaire au sens de public. C'est un film très populaire dans la profession. C'est un film qui est considéré, justement, qui est dans toutes les cinémathèques. On le montre aux étudiants. Enfin, je veux dire, c'est un film culte, mais qui n'a pas fait un sou. Pérec a perdu tout son argent. Et ce sont des millions, parce que le film a coûté très cher. Vous avez vu, c'est pas fait n'importe comment, hein. Tout est fait d'une manière magnifique. Et... Donc, y a aussi cette raison, elle n'a jamais plus trouvé de producteur, alors qu'elle avait des sujets magnifiques. Moi, j'ai lu trois scénarios d'elle qui étaient plus beaux les uns que les autres, et aucun n'a pu être monté. Malgré tous nos efforts, on a tous essayé de l'aider, de travailler gratuitement et tout ça. Non, impossible. Ja, und aber sozusagen der Film hat eben das Problem gehabt damals, dass er kommerziell überhaupt nicht gelaufen ist. Er gilt zwar eben als Kultfilm. Ça a passé 59 semaines dans un ciné-club à Paris, un cinéma d'arrêt d'essai. Mais c'est pas ça qui ramène de l'argent, naturellement. Also der Film ist eben 59 Wochen lang in einem Kino, also in einem Arthouse-Kino, würde man heute sagen, in einem Kinoclub in Paris gelaufen, aber das ist natürlich nichts, was Geld einbringt. Und der Film ist eben in allen Kinematheken, gilt als Kultfilm, aber er hat einfach keinerlei Geld eingespielt und Perec, ganz im Gegenteil, hat eben sein ganzes Vermögen verloren an dem Film, weil der Film eben Millionen gekostet hat. Man sieht, es ist ein sehr teurer Film, er ist nicht einfach so gemacht, sondern ganz bewusst gemacht, in einer wunderbaren Art inszeniert. Und das hat eben dazu geführt, dieser kommerzielle Flop, dass Catherine Binet nie wieder einen Produzenten gefunden hat, der einen Langfilm von ihr produzieren würde. Und ich habe sozusagen drei
Drehbücher von Catherine Binet gelesen zu Spielfilmen, das eins schöner als das andere war, aber es hat sich nie wieder ein Produzent gefunden, der einen Spielfilm von ihr produziert hätte, auch wenn wir ihr angeboten hätten, sozusagen umsonst mitzuwirken, aber das allein hat nicht gereicht dafür. C'est d'ailleurs le sujet de mon livre aussi, c'est toute cette bataille qu'elle a menée pendant des années, pendant 20 ans, elle a essayé, 25 ans, elle a essayé de monter des films, mais ça n'a jamais marché. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre de, non pas de dénonciation de la profession et de, du métier, mais d'une certaine façon un cri de douleur, parce que c'est une femme qui avait un talent fou et qui aurait pu faire des magnifiques films, vraiment. Mais malheureusement, comme beaucoup de grands génies, comme Tarkovsky qui n'a fait que quelques films, parce que la censure lui interdisait de faire ses films, par exemple. Enfin, je pense à lui parce que c'est aussi un génie, mais... Und eben das ist Gegenstand meines Buches, also dieser Kampf von Catherine Binet, den sie 25 Jahre lang geführt hat, um Filme machen zu können. Und eben dieses Buch, das ich geschrieben habe, ist sozusagen auch ein Schmerzensschrei und handelt eben von dem, was sie hätte machen können, aber was verhindert worden ist, wie auch im Falle von anderen Genies, wie zum Beispiel Tarkovsky, der auch nur eine Handvoll Filme gemacht hat, weil die Zensur ihm nicht mehr erlaubt hat. Und ich denke eben an Tarkovsky, auch weil es ja auch ein anderes Genie ist. Voilà, en quelques mots, parce que j'ai écrit un livre quand même pendant plus d'un an, donc je vais pas vous parler pendant toute la nuit. Mais c'est vraiment un film qui me touche. En plus, ça m'a bouleversée complètement, parce que c'est vrai que le voir avec tant d'années de... Je me demande si je l'ai vu entre la première projection et maintenant, parce que je le redécouvre complètement. Ah oui, c'est... Il y a des tas de choses que j'avais complètement zappées, tu vois, je les avais oubliées. Je les retrouve en plus différemment avec un autre regard, parce que évidemment le regard d'une femme de 40 ans en pleine force, en pleine même en plein désespoir, mais en pleine force vitale, tu vois, c'est pas le même qu'une femme de passé 80 ans qui regarde ça avec tout le passé et un futur qui n'existe presque plus, quoi. Ja, und eben der Film hat mich sehr berührt und ich habe das Gefühl, ihn auch quasi zum ersten Mal gesehen zu haben. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn zwischen der ersten Sichtung vor fast 40 Jahren und jetzt überhaupt wiedergesehen habe, weil ich mich an viele Sachen, also bei vielen Sachen das Gefühl hatte, dass ich sie quasi komplett zum ersten Mal entdecken würde. Und ja, und sozusagen, das ist eben ein damals habe ich den Film natürlich gesehen mit der Kraft, also mit der Verzweiflung, aber auch mit der Kraft einer 40-Jährigen und jetzt sehe ich ihn entsprechend anders und ja, bin sozusagen dann gerührt in dem Fall, so gesehen zu haben. Ja, und ich habe das Buch eben ein Jahr lang geschrieben und sozusagen werde jetzt nicht die ganze Nacht drüber sprechen, aber sozusagen in diesem Buch ist dann eben auch noch erklärt, wie der Weg von Binet verlaufen ist. Enfin, elle a eu une vie tragique aussi, il faut dire que ça donne lieu à l'écriture, justement. Et en plus, sur quelqu'un dont plus personne ne parle, parce qu'avec un seul film, dans les cinémathèques, évidemment, on sait qu'elle existe, mais il n'y a que les gens qui s'occupent de cinéma qui le savent. Le grand public ne... De toute façon, le grand public ignore ce genre de film, bien sûr. Und ja, und sagen Sie, sie hatte eben, Catherine Binet, ein tragisches Leben und tatsächlich ist es so, dass das von ihr kaum noch gesprochen wird. Ist in vielen Kreisen und in Kinokreisen ist der Name bekannt, aber mit einem Langfilm allein ist es sozusagen nicht so. Und ja, also man weiß nicht, das allgemeine Publikum weiß nicht, wer sie ist. Andere Question? Vielleicht direkt dazu sind Übersetzungen geplant für Leute, die kein Französisch verstehen. Est-ce qu'il y a des traductions prévues de ce livre pour... En allemand? Je ne sais pas, je ne crois pas, parce que, à moins que vous poussiez quelqu'un à le traduire et à l'éditer, parce que je ne crois pas qu'on la connaisse même en Allemagne, enfin, pas beaucoup en tout cas, pas beaucoup de gens. Also ich, ja. Non, j'ai pas, j'ai, pour l'instant en tout cas non. Peut-être qu'après ma mort, quand on va éditer mes livres encore en disant, voilà, elle écrivait pas si mal que ça, peut-être que des gens auront envie de les traduire. À part le premier qui a été traduit en 17 langues, mais, et en allemand bien sûr aussi. Mais mon premier livre, je veux dire.
Mais ça, c'est le dernier, pratiquement. C'est mon dernier livre. C'est sorti, quoi, il y a 3 ans, 2 ans. Je ne me souviens même plus. Sozusagen, also ja, also es ist meines Wissens keine Übersetzung geplant, auch weil ich nicht davon ausgehe, dass Katrin Binet in Deutschland bekannt ist und also vielleicht, wenn Sie sozusagen jemanden dazu bewegen könnten, es zu machen, oder vielleicht ist nach meinem Tod dann die Bücher übersetzt werden, aber im Gegensatz zu meinem ersten Buch, das ist in 17 Sprachen übersetzt worden, also das Buch über Wysocki, aber ja, bei dem Buch weiß ich, ist jetzt nicht bekannt, dass es übersetzt würde. Und jetzt geht es noch um die Frage, wann das Buch veröffentlicht wird. Also mein bislang letztes Buch. Mais si, 2013, putain. 2013, 2013 ist das erschienen. Le temps file, comme... Die Zeit fliegt. Ja, je crois que c'était il y a 3 ans ou 2 ans. Enfin. Bon. C'est pas grave, mais... Quelques ans plus ou moins. Oui, mais ça veut dire que j'ai pas écrit depuis longtemps. Quoi. Bon, faut écrire de nouveau. Bah oui, mais... Also dann, ja, ich habe seitdem kein Buch mehr geschrieben. J'ai fait beaucoup de choses, hein. J'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai fait beaucoup de télé aussi, de lecture justement. Je fais beaucoup de choses, mais là j'ai pas de sujet en fait. J'avais un sujet mais j'ai laissé tomber parce que ça ressemblait trop un petit peu au livre que j'ai écrit sur le cinéma. Je voulais parler de l'art du comédien, mais finalement je suis pas assez calée pour parler de ça. Bien que j'ai une longue carrière, mais je suis pas assez pédagogue, si tu veux. J'ai laissé tomber. Pour l'instant, si je vis encore un peu, peut-être que. Und ja, also ich habe seitdem kein Buch mehr geschrieben, seit 2013, obwohl ich viel gemacht habe, im Theater gespielt, im Fernsehen gespielt, Lesungen gemacht, aber noch kein Buch geschrieben, weil ich noch kein Sujet, kein Gegenstand gefunden habe. Ich wollte ein Buch schreiben über die Kunst des Schauspielens, habe es aber dann nicht gemacht, weil ich mich nicht hinreichend als Pädagogin fühle, um ein solches Buch zu schreiben. Aber ja, suche noch nach einem Stoff und vielleicht, dass ich wenn ich etwas lebe, noch etwas schreiben werde. On espère? Perhaps. Peut-être. Может быть. Vediamo. Magari. Bon, okay. Bon, ben, je vous dis bonsoir, alors bonne nuit. Dormez bien malgré ce film qui est un peu bouleversant. Donc, juste pour dire que si vous êtes intéressé, also, wenn Sie interessiert sind an diesem Buch, dann haben Sie die Möglichkeit, es jetzt gleich noch zu erwerben. Wir haben einige Kopien hier von dem Buch. Und ja, Marina Vladi, merci beaucoup d'être venue ce soir. Et tu dites à tous ces gens merveilleux que demain soir et après-demain soir et plusieurs soirs, oui, il y a des films qui passent. Où ja. Und, ja, il y a beaucoup de choses à voir et à raconter aussi. Ja, ja, und das natürlich auch noch, wie Andreas Beilhardt vorhin erwähnt hat, ab morgen Abend ist dann hier im Deutschen Filminstitut, oder Filmmuseum Filminstitut, die Hommage an Robert Rossin, bei der Marina Vladi auch wieder da sein wird, morgen Abend um 20 Uhr die Eröffnung mit Les Salauds vont en enfer in Anwesenheit von Robert Rossin und Marina Vladi. Insofern ja, hoffen wir, dass c'est son premier film et le deuxième qu'on va montrer, c'est un des derniers. Et nos fils sont là. Ja. Et ça, c'est miraculeux, vraiment. Ja, also wir werden eben seinen ersten Film zeigen, den ersten, den er gedreht hat, und dann noch weitere gemeinsame, und ja, und unsere beiden Kinder werden auch morgen da sein. Also es wird ein wundersamer Abend. Ja. Merci, Marina. Merci beaucoup, Marina. Und danke nochmals an Franziska Junge für die Lesung. Vielen Dank für diesen schönen Abend.